Also ich habe mir eine Aufgabe überlegt. Da ist gegeben eine Mauer, die, also eine rechtwinklige Mauer. Und der Zaun soll so, Seite A und Seite B sein. Und wir haben eine Zaunlänge von, oh Gott, von 20 Metern. Dann haben wir ja als erstes die Ausgangsformel für den Flächeninhalt, ist ja die Seite A mal die Seite B. Und dann müssen wir das auf unsere Aufgabe zuschneiden und das wäre dann ja, wir haben ja nur Seite A und Seite B gegeben und wir sollen ja auch nicht den Flächeninhalt, sondern dann, wie lang jeweils Seite A und jeweils Seite B ist. Also wäre unsere Formel dann A plus B. Ja, also ich habe mich aus Versehen verschrieben. Es ist natürlich 20 Meter, setze ich zusammen aus der Summe von A und B und nicht die Fläche. Und dann müssen wir die Formel so umstellen, entweder nach A oder nach B. Ich habe das nach B gemacht. Das wäre dann, wenn wir haben ja 20 Meter aus A und B. Und wenn man das nach B umstellt, dann wäre B ja gleich 20 Meter minus A. Also haben wir, wenn wir die Formel wieder hinschreiben, A in Abhängigkeit von was, wissen wir noch nicht, aber wir schreiben das erstmal hin. Wieder die Ausgangsformel vom Flächeninhalt. A mal, und dann übernehmen wir das für B. 20 Meter minus A. Und dann sehen wir, dass es dann in Abhängigkeit von A ist. So, das müssen wir dann wieder ausklammern mit A mal 20, also 20 A und A mal minus A sind minus A Quadrat. Wenn wir das umstellen, wäre das dann minus A Quadrat plus 20 A. Das kann man dann, damit das eine halbwegs Normalform ist, mal minus 1 halb rechnen, mal minus 1. Und das würde dann a Quadrat minus 20 a ergeben. Wenn wir dann a Quadrat minus 20 a haben, können wir daraus ja schon Seite A, also wenn man das in die Scheitelpunktsform, dann hätte man, würde man ja jetzt in die Scheitelpunktskoordinate von x ausrechnen. Bei uns wäre das aber A. Und x ist ja, wenn das hier p ist, dann wäre die xs-Koordinate ja minus p halbe. Das wäre bei uns dann minus 20, minus minus 20 halbe und das ist dann natürlich einfach nur noch 20 halbe. Und weil es, das wäre dann ja die xs, aber wir haben ja nicht x und y, wir haben ja a und b, also wäre es bei uns a. Und das 20 halbe sind ja 10, also ist a gleich 10. Dieses a setzen wir jetzt wieder in die Formel ein, die wir vorher für b hatten, als wir die Flächeninhaltsformel von a mal b dann umgestellt hatten für unsere Formel, dass 20 Meter sich zusammensetzt aus der Summe von a und b. Und da hatten wir dann b wäre gleich 20 minus a. Und da wir a jetzt haben, hier, setzen wir das dann in diese Formel ein. Also wäre das 20 minus 10. Und da kommt dann
10 raus. Also haben wir BA 10 Meter und B 10 Meter. Und wenn man das in diese Form wieder einsetzen würde, hätten wir ja 10 Meter plus 10 Meter sind 20 Meter, also stimmt das.